Moin ihr Lieben, wir sind Bibi und Mitch, heute in Dänemark und jetzt geht's los. Wir sind hier am Hasmarkstrand und diesmal gehen wir mal in die andere Richtung. Beim letzten Mal sind wir in rechts rumgelaufen, jetzt gehen wir mal links rum und gucken mal, wo wir da landen. Ja? Ja, traumhaftes Wetter. Ein ja, bisschen windig, aber sehr, sehr mild. Für November schon schräg. Sorry, ich muss mich kurz bücken. Ja, Steine suchen. Ja, immer, immer Steine gucken. Glasklares Wasser. Ist das, ne? Möchte man am liebsten reinspringen. Ja. Ist nicht so kalt mehr. Was haben wir gestern getrunken? Wir haben gestern getrunken Juleglück. Juleglück vom dänischen Lidl. Glühwein, ne? Mega lecker. Richtig fruchtig. Ganz viel Zimt. Bisschen Anis. War echt. Den holen wir nochmal. Was haben wir denn gestern gemacht? Das hast du noch gar nicht erzählt. Ja. Gestern waren wir Bernstein suchen. Mit Erfolg, ne? Ja. Ja. Erzähl mal, was hast du denn da gefunden? Ich habe drei kleine, also jetzt keine, ne, wie man sich das vielleicht vorstellt und manchmal sieht. Also es waren so kleine Bröckchen. Ja. Und dann noch zwei kleinere, aber endlich mal was leuchtet. Oh ja. Ja, stimmt. Ich habe auch drei kleine gefunden, aber mini kleine. Die waren ja noch kleiner wie deine kleinen. Aber sie leuchten. Das ist der, das Wichtigste. Ja. So, und nein, das Wichtigste ist endlich mal fündig geworden. Ja. Man verzweifelt ja schon langsam, wenn man nichts findet. Premiere nach Jahren. Ja, heute Abend wollen wir nochmal los, aber dann auf die andere Seite. Also da, wo wir jetzt sind, quasi nur im Dunkeln. Mal schauen. Dann haben wir noch gefunden einen Seestern, einen kleinen. Und den haben wir nämlich gerettet. Ne? Ja, der lag am Strand und. Ja. Den haben wir wieder zurückgeschmissen. Und einen kleinen Sepia, so eine Tintenfisch. So wie so ein Tintenfisch, keine Ahnung, sowas ähnliches. Haben wir auch gefunden, der hat sich am Stein festgehalten. Der war total crazy, der wollte ihn auch nicht loslassen. Nee, der lag auch am Strand, aber der hat auch noch gelebt und den haben wir auch wieder zurückgepackt. Die Sonne wäsch. 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 Die Sonne ist in der Wäsche. Was macht die da? Wieder strahlend werden, waschen. Ach, keine Ahnung. Rechts ist dunkel, links ist Sonne. Was wollen wir zurück? Zurück wollen wir jetzt, genau. Und dann wollen wir die City. Ja, wo wollen wir denn? Oben oder unten laufen? Nein, in Otterup-Sögen City. Nein, wir sind ja jetzt noch hier. Ja, ist mir schon klar. Natürlich wollen wir unten laufen, wir wollen nicht oben laufen. Echt? Keine Häuser gucken. Ich lusche doch so gern. Da soll jemand in die Häuser gucken. Ach, was sollen die Leute denn denken? Komm, wir gehen unten lang. Ach, Mensch. Okay, wo laufen wir jetzt lang? Oben.
Hier sieht aus wie eine Pommesbude. Ja. Mann, das erste Mal seit Samstag, dass ich wieder Auto fahre. Ja, wir sitzen jetzt in der Kiste und ab geht's zum... Wo geht's hin? Hobbyfoder oder sowas. Ja, genau, wir brauchen Würmer. Würmer ist zum Angeln. Ja, zum Essen. Ja, essen wollen wir die auch. Schön braten, scharf. Scharf anbraten. Ja, von allen Seiten. Knusprig innen weich. Ist die Herausforderung, die Kugeln sehr so. Da muss man wirklich, wie bei einer Wurst. Schnell schwenken, wie bei einer Wurst, ja. Andere würden sagen Bratwurst. Die aus Schwanewede machen gerne Bratwurst, habe ich gehört. Echt? Ja. Man, ist auch Grüße an Schwanewede, ja, nach Schwanewede. Schwanewede Bratwurst ist sehr bekannt auch. Ja, ja. Wollen wir mal den Cuxhavener Bratwurm vielleicht einführen? Ja, Bratwurm. Die kommen ja bald wieder. Ja. Oh ja, oh ja. Lecker. Ja, machen wir Bratwurm. Ja, das ist Fondue oder so vielleicht. Hm? Wir wollten ja Fondue machen. Hier. Ja. Hm? Zack. Super Idee. Das, was das Herz begehrt. Ne? Och, was niedlich. Guckt euch das an. Passen unsere nur nicht rein. Hier gab es jetzt nichts. Jetzt müssen wir zu Jam and Fix. Jawohl, nächste Station. Zweiter Versuch, Würmer zu finden. Das ist doch was Nettes. Für den Weihnachtsbaum? Was ein wunderschöner Sonnenaufgang. Zack, und jetzt ist es schon hell. Wir sind schon wieder unterwegs. Wir wollen, wo wollen wir hin? Zum Leuchtturm. Ein Leuchtturm. Genau. Der ist ein bisschen weiter weg. Da gehen wir jetzt mal zu Fuß hin. Da können wir immer am Wasser lang. Irgendwie eine Stunde und paar zerdrückte. Ja, paar zerdrückte. Ja. Bibi wollte heute Morgen schon ins Wasser? Nee, heute Nachmittag eigentlich, weil das Wetter heute Morgen so toll aussah. Und wenn ich mich jetzt so umgucke, ich habe meine Regenjacke an, weil es hat gerade geregnet. Ja. Ich glaube, ich verschiebe das nochmal auf morgen. Es sei denn, es gibt eine Spontanwendung hier und die Sonne kommt raus. Ja, schauen wir mal. Dann gehe ich ins Wasser. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Spontanwendung. Eine Sonnenwendung. Du leuchtest wie eine Boje. Ich, ne? Ja. Gestern sind wir die linke Seite runter vom Strand und ein bisschen Bernstein gucken. Aber das hat so geschifft. Da haben wir den Kamin angemacht. Und dann war das so warm in der Bude, da haben wir wieder die Fenster aufgemacht. Und der Preis ist heiß, haben wir geguckt. Oh ja, Kindheitserinnerung. Ja, Wahnsinn. Mit Harry. Harry war dabei. Harry war dabei. Ein Quatsch. Ich fand's lustig. Du bist eingeschlafen. Ganz schön windig. Ich habe keinen Dreiwettertaft. Hast du nicht, ne? Nee. Oh. Die Mädels müssen hier an die Leine, wie ihr ja schon gesehen habt. Wir sind hier in einem Wildreservoir. Und hier fliegen auch, ich weiß nicht, ob das Gänse sind. Ja, das sind jetzt Enten, aber irgendwie so komische Schwatte und Schwarze. Mit so einem langen Hals. Langen Hals und kurzen Hals und alles. Deswegen, Leine.
Steine. Steine aus dem Schuh. Jede Menge, viele. Ihr Lieben, wir sind angekommen. Nach 6,7 Kilometern und gut eine Stunde 20 vorbei und durch und mitten durch die Rinder am Leuchtturm von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Eneber Odde. Dieser ist 14 Meter hoch und steht an der Spitze von Eneber Odde direkt am Gap gegenüber von Lotshusene auf der anderen Seite des Odensefjords. Der Leuchtturm wurde 1895 bis 1896 vom damaligen Lighthouse Service erbaut. Der jetzige Leuchtturm hatte ursprünglich eine Außentreppe, die jetzt durch eine Innentreppe ersetzt wurde. Der Leuchtturm selbst ist leider nicht mehr zugänglich. Neben dem Leuchtturm befindet sich das alte Leuchtturmwärterhaus, das bis 1960 bewohnt war und heute ein privates Ferienhaus ist. Die Frisur ist hin, wir wollen nach Hause. Ja, mit dem Leuchtturm im Hintergrund sagen wir Tschüss. Genau. Ja. Wenn ihr den Leuchtturm toll findet, drückt ihr die Glocke. Ja, die Glocke sollt ihr drücken, ne? Ja. Aber nur wenn ihr den Leuchtturm, auch wenn ihr den doof findet, könnt ihr auch drücken. Drückt, wenn ihr den doof findet. Und wenn ihr den toll findet. Es kommt schon wieder so viel Wind. Ja, total windig. So, wir sagen jetzt Tschüss, wir müssen den ganzen Weg noch wieder zurückbeackern. Ja, eine Stunde 20. Ja, tschüss. Tschüss.